Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie ein Nationalmannschaftstestspiel. Schweden gegen Polen. Das sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. So gehen die Schweden in diese heutige Partie. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist das im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Hier ist die Aufstellung von Polen. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Jetzt gehen wir rein in dieses Spiel. Anstoß Schweden. Markus Berg. Berg. Das macht er gut. Ja, setzt gut den Körper ein. Schweden kommt jetzt. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Guter Körpereinsatz hier. Die Gelegenheit für die Flanke. Und da verlieren sie den Ball. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Hat nicht viel gefehlt, aber wir haben es gesehen. Zu früh gestartet. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Vielleicht die Führung jetzt. Lewandowski macht Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Da hat er also wieder mal zugeschlagen. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann ist dieser Kopfball von Robert Lewandowski einfach zu wuchtig, als dass der Keeper noch irgendwas machen könnte. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lustig. Er passt ihn auf den Flügel. Lindelöf.
Ekdal. Emil Forsberg. Schöner Spielaufbau. Schirmt den Ball gut ab. Emil Forsberg. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Isak. Alexander Isak. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt Lewandowski. Zielinski. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Klasse Pass. Gefährliche Szene. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Die Polen mit dem Einwurf. Zielinski. Ja, guter Pass. Ekdal. Alexander Isak. Guter Vorstoß da jetzt. Drüber Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Isak. Kurze Flanke jetzt. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Ah, er kann klären. Jetzt ist erstmal Pause in diesem Testspiel. Was sagst du? Könnten dann gleich die ersten Wechsel kommen. Denn der Trainer will sich ja möglichst viele Spieler anschauen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll.
Die zweite Hälfte kann beginnen. Anstoß Polen. Zielinski. Das macht er gut. Ekdal. Emil Forsberg. Forsberg. Emil Forsberg. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Was macht er draus? Forsberg. Kommt jetzt die Flanke rein? Albin Ekdal. Lewandowski. Chance zum Konter jetzt. Und jetzt Lewandowski. Lewandowski bekommt es mit zwei Bewachern zu tun. Der ist heute wirklich sehr aktiv. Hat er auch schon getroffen. Lewandowski. Sieht gut aus, Lewandowski. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gutes Anspiel. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Sie werden hier wechseln. Gefährlich! Klasse Tackling hier. Das frühe Pressing jetzt. Klich. Da haben wir Milik. Zielinski. Da ist Milik. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Isak. Albin Ekdal. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Ja, könnte was werden. Emil Forsberg. Albin Ekdal. Macht er gut. Ball geht direkt wieder zurück. Hereingabe in die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Milik. Krychowiak jetzt. Spannung hier. Die Polen kommen nochmal. Die wollen nochmal am Ergebnis drehen. Die wollen den Sieg. Die wollen jetzt das Tor. Nicht zu übersehen. Sie holen sich den Ballbesitz. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch 1 Minute obendrauf. Ja, der nächste tolle Pass. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden. Jetzt gehen wir rein in dieses Spiel. Anstoß Schweden.
Jetzt können sie den Ball reinbringen. Vielleicht die Führung jetzt. Lewandowski macht Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Da hat er also wieder mal zugeschlagen. Isak. Alexander Isak. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Guter Vorstoß da jetzt. Drüber Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss.